Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, es gibt direkt ein paar Sachen, die ich dann hier fixen muss. Nein, Dach verkleinern. So, dann brauchen wir auch kein Licht hier drin. Hier brauchen wir aber noch Licht. Die Frage ist... Nee, hier geht schon mal nicht. Wenn ich hier einen hinbaue, wird der wieder weggerissen. Aber ich kann hier einen hinsetzen. Und hier. Müsste eigentlich ausreichen. Wir fangen an mit den Kommentaren. Fangen wir bei Yogulias an. Die Frage ist, ob wir den neuen so bestücken, wie wir Slater, glaube ich, war das. Nein, das war Simon. Und das ist ja die Frage, die ich dir gestellt habe. Schön, dass du dann sagst, ja, müssen wir mal überlegen. Die Frage habe ich ja dir gestellt, ob wir das machen oder nicht. Also, ob du willst, ob wir den so machen. Ich habe kein Problem damit. Ich meine, wenn wir Simon angucken, der ist halt... Ja gut, der hat halt einen Nahkampf, der hat auch sein Messer. Ich weiß nicht, ob die Gartenhände ihn beim Schießen behindern. Aber im Prinzip wird er auch nichts anderes machen als Gartenarbeit. Das heißt, ich hätte kein Problem damit, das zu machen. Ich gebe einfach mal die Produktion. Oder hat der eine Phobie oder sowas? Irgendwie... Nö. Wäre dem egal. Ich meine, der kriegt ja eh einen Magen und sowas. Ist noch ein kleiner Alkoholiker. Ich meine, der muss halt sowieso mal vorbeikommen. Ich habe kein Problem damit, bionische Beine dem herzustellen. Auch wenn die wieder sehr viele Ressourcen kosten. Damit der aber schneller geht. So. Und natürlich die beiden Garten. Ein Sexverstärker. Okay. Ein Nuklearmagen? Was macht denn der Nuklearmagen? Kann ich dann Uran essen und produziere Energie oder was? Ach so, das heißt keine Lebensmittelvergiftung und weniger Essen, aber dafür könnte ich, wenn ich Strahlung ausgesetzt bin, ein höheres Krebsrisiko bekommen. Aber interessant, da ist die Feldhand. Was macht denn das Exoskelett? Arbeiten und Bewegen erhöhen. Aber da brauchst du schon extrem krasse medizinische Kenntnis, damit das hier nicht fehlschlägt. Und es ist teuer. Also hier machen wir ja den bionischen Magen. Hatten wir jetzt eigentlich auch hier noch einen bionischen Magen? Also weil wir haben ja hier den nuklearen Magen. Eine ästhetische Nase. Hier ist noch ein Entgiftungsmagen. Und ein Wiederaufbereitungsmagen. Was macht denn der Wiederaufbereitungsmagen? Das heißt, der kann andere Sachen essen oder was? Okay,
Und was war mit dem anderen Magen? Den entgifteten den Entgiftungsmagen? Was kann der? Also da kann man eigentlich alles essen, ohne dass man irgendwie Angst haben muss. Eine Lebensmittelvergiftung zu bekommen. Ja, okay. Wir kriegen ja erstmal einen normalen bionischen. So. Weiter geht's. Ah, ich verstehe, dass du hast meine Mauer aus dem falschen Material gebaut. Sollte Granit sein, das hast du aber nicht gesagt. Warum denn aus Granit? Es gibt keinen logischen Grund, den du mir jetzt nennen könntest. Und wenn du sagst, Granit hat aber 10 mehr HP, dann sage ich dir, na und? Wir haben... Oh, warte, hier ist auch Granit tatsächlich. Okay, das akzeptiere ich. Das akzeptiere ich, dass wir an Granit bauen. Wobei der das sah für mich gerade aus wie Marmor. Marmor an Marmor. Ja gut, können wir dann nicht bauen, weil du kein Granit hast. Haben wir denn noch Granit übrig? Nein, es gibt kein Granit im Moment. Aber es gibt eine Katapratenrüstung. Stahl, Blue Steel, Plastahl, Titanium. Haben wir noch was für mich? Die Materialien... Ah ja, hier Zement. Dann lasse ich den Plastahl erstmal hier und fülle weiter mit Zement auf. Ich brauche nämlich mehr Zement. Den lasse ich auch mal hier, denn ich will mehr Zement. Dann müssen wir erstmal wieder Granit produzieren. Ich glaube, die Mauer ist durch. Kann das sein? Oder gibt es keine Materialien? Gibt keine Materialien mehr. Brauchen auch Granit. Keine Materialien mehr heißt... Wir müssen produzieren. Wobei, da die jetzt Brocken produzieren und es keine Brocken mehr auf der Karte gibt, können wir, glaube ich, jetzt 4 laufen lassen. So, weiter im Text. Bau dich fürs Gefängnis im Strom. Du sollst doch nicht in der Schule schreiben, wenn du nicht schreiben kannst. Fürs Gefängnis im Stromschalter da, weil ist es ja nicht in Verwendung. Also ich weiß, was du sagen willst. Ich lese es trotzdem so vor, wie du es geschrieben hast. Ist eigentlich eine gute Idee. Problem ist, müssen wir hier kappen. Unsere Zweitversorgung. Aber an sich eine gute Idee, hier einen Stromschalter hinzusetzen. Und hier auch. Kann man ja machen. Ich setze ihn mal hier hin. Oder so. Aber jetzt dürfte eigentlich nichts ausgehen. Das heißt, ist noch gar nicht verbunden hier oder was? Doch, die sind verbunden. Wieso gehen die denn jetzt aus? Die sind verbunden mit diesem Strang. Hier ist verbunden. Übrigens können wir ja jetzt, weil wir ja hier überall Türen machen, auch überall verbinden. Alles verbunden, verbunden. Oh, hier ist noch nicht verbunden. Fehlt uns Stahl? Nein,
Wo ist denn Dalek? Dalek ist gestorben, oder was? Ach so, wir haben wahrscheinlich keine Möglichkeit, hier an die Ecke zu kommen, wegen dem hier. Das heißt, der muss wahrscheinlich weg und der muss weg. Damit die hier in die Ecken drankommen. Also wir hätten auf jeden Fall die Ressourcen, die zu bauen. Ich will meinen Dalek wieder haben. So, weiter im Text. Okay, dann bekomme ich halt nur eine Krankenstation. Solange sie nicht so klein wie deins oder die Norms ist, mehr Menschen. Also ich weiß, was du sagen willst, aber du schreibst wie ein Mongo. Und wenn mal zwei Typen eine OP brauchen, reicht bei dir die Station doch eh. Ich bezweifle, dass du was Größeres als 4 Betten für OPs brauchst. Ich bezweifle, dass ich so ein großes Gefängnis brauche. Darum geht's auch nicht. Vor allem, wenn ich eh keine Gefangenen nehme. Oh, mehr Anzeigen. Hühner bleiben? Wo? Praktisch. Na gut, hier wird ja eh irgendwann gemanagt. Muss ich jetzt selber nicht machen. Wo könnten wir denn bei dir eine kleine Krankenstation hinbauen? Wir haben jetzt hier Speisesaal. Hier kommt ja Hygiene hin. Dann könnten wir hier unten, wir ponöpeln mal diese Ponöpel hier weg. Könnten wir hier dran... Sollen wir Hygiene einfach schon mal machen, damit das jetzt geht? Würde ich nämlich auch gern hier machen. Das heißt, ich rupp mal komplett den Felsen weg und wir nehmen hier diesen ganzen Bereich. By the way. Wir brauchen unbedingt mehr Tragebots. Wie sieht's bei mir aus mit Tragebots? Was mache ich denn da? Medizin? Barnes macht Bauteile. 16. Wie viel hast du? 14. Wie viel hab ich? 15. Okay, ich level damit, aber Medizin, wie es aussieht. Hör mal. Was machst denn du hier? Auch wenn das direkt daneben ist, auf den Boden legen, Kollege. Das Einräumen, dafür haben wir die Bots, die sonst hier einfach nur sinnlos rumfahren. Das dauert ja sonst viel zu lang. Was skill ich denn? Skill ich jetzt Medizin oder Handwerk? Da ist gerade der Wert runtergegangen. Habt ihr das gesehen? Der ist runtergegangen. Der geht runter. Wieso geht der runter? Seht ihr das? Der Handwerk geht runter. Der geht runter. 2201. 2199. Ich glaube, ich muss mal hier... Das geht keine Materialien. Zieh Leine, Barnes. Kann ja nicht wahr sein. Da. Wo bringst denn du die Penicillin? Achso, hier runter. Okay. Haben wir denn genug Energie, um die Teile wieder anzubringen?
Wie viel verbraucht denn einer? Das wäre mal gut zu wissen. 18. Na, das geht doch eigentlich. Huch. Sollte eigentlich kein Problem sein. Weiter im Text. Wir haben nämlich keine Zeit. Jetzt kommt die Norm. Fangen wir an. Da kommt eine Meldung, dass die Transportkapseln nicht mehr befüllt werden können, weil einige Personen oder Waren nicht mehr vorhanden sind. Ja, die Meldung kommt immer permanent. Und die besagt eigentlich nichts anderes als das... Weißt du was? Ich mach das nur noch. Barnes, zieh Leine. Die Meldung, ja, die kommt eigentlich permanent. Das heißt aber nicht, dass die Transportkapseln nicht befüllt werden können. Das heißt eigentlich nur, dass zum Beispiel gerade, hier ist ein Stack Zement, ja. Jetzt hat ein Transportbot, will den transportieren. Dann kommt aber ein anderer und ist zuerst da und transportiert vom selben. Dann kann der andere aber nicht von davon nehmen. Das besagt das. Vielleicht waren 4 Bots doch zu viel. Wir wollen ja in der Balance sein. Da müssen wir noch 2 Tische hinzufügen. Das sollte kein Problem sein, wenn wir die Teile wegmachen. Weil die waren ja eher auch nur dafür gedacht, als hier noch die Lagerzone war. By the way. So, weiter im Text. Sehr gute Entscheidung für das Uran, kein Riesenregal zu meinen. Immortal Phoenix Rising sieht doch ganz interessant aus. Würde dich da ein Let's Play interessieren, Dinom? Nette Sounds. Bei dem neuen ist bestimmt die Arbeitseinteilung schuld, dass der so nah an Durchdrehen ist. Ach ja, hast du korrigiert. Der Blumentopf bei der Funkstation um 3 Felder nach links versetzen. 1, 2, 3. Ist das jetzt um 3 oder ist das ein Feld, 2 Feld, 3 Feld? Also vor der Wand neben dem Arbeitsstation. Was? Hab ich was? Meintest du den? Gar nicht den? Den Blumentopf? Ach nee, das ist ja das Leuchtfeuer. Das ist die Funkstation, ja. Also die Funkstation um 3 Felder nach links. Also vor die Wand neben der Arbeitsstation. Also hier gehe ich jetzt mal von aus. Die Droiden müssen wieder in die Vitrine, sind sie. Das AKW bringt 20.000. Rechne mal bitte aus, was du abgerissen hast. Also 4 Solarzellen, 1 Windkraft. Windkraft sind 3.000. 3.000. Ich kann nicht rechnen. Kannst ja selber rechnen. Da ist keine Lust zu denken. Weiter. Wir haben nämlich keine Zeit. Haben nur noch 1 Minute. Na, so geht das natürlich nicht. Der Wasserdampf vom AKW muss noch abgezogen werden. Das haben wir schon gemacht. Wir haben hier das Dach wieder weggerissen. Also es hat jetzt noch keiner gemacht. Ich kann das Dach nicht wegreißen, aber es ist ein Luftschacht, ja? Das, also theoretisch fließt es ab. Ich weiß nicht, warum die ein Dach platzieren konnten, aber den Rest nicht. So. Meine Lager reichen eigentlich voll aus. Die müssen nur mal aufgeräumt werden. Da liegt Stahl im Alleslager. High-Grade Steel liegt hier. So, was haben wir hier drin? Hier liegt kein Stahl drin. Die Kiwi und so ein Müll drin. Ach so, die Typen waren eh nur draußen wegen noch dem Absturz, aber das scheint Geschichte zu sein. Alles weg. Die Norm hat nichts zu tun.
Ist denn die Wand fertig? Die Wand ist fertig. Dann können wir die nächste nehmen mit Schiefer. Ich bin ja immer noch beeindruckt, wie lang das hier hält. Ja, kannst du nicht einsammeln, ne? Die sind gestorben. Woran sind die jetzt gestorben? Haben die sich die haben sich gebettelt? Die haben sich tatsächlich gebettelt. Cool. Wir haben ein Kolosseum außerhalb. Ah, sehr schön. Jetzt können wir die machen und die wegreißen. Weiter im Text. Weil das Kupfer im Metalllager nicht ordentlich gestapelt ist. Ist es doch. Ebenso liegen zwei mal Hochgradstimmen und alles Lager, haben wir uns drum gekümmert. Und andere Metalle. Ich habe jetzt keine anderen gesehen. Das geht so nicht. Du musst mal wieder einige Metalle zu euch rüberschießen. Dass wieder Platz bei mir wird. Und für den Zement kannst du im Zementenraum unten rechts ein Einerregal hinstellen mit einer Lampe darüber, die nach Norden scheint. Da drüber, die nach Norden scheint. Wie soll das denn bitte gehen? Erstmal muss ich hier den Boden fixen. Das geht ja gar nicht. So, du willst ein Einerlager, finde ich kacke. Weil wir brauchen mindestens 1000 und 1000 wären mehr als ein Stack, das wären zwei Stacks. Aber gut, wenn du das haben willst, bauen wir es aus Marmor. So, wohin? Kannst du im Zementraum unten rechts ein Einerregal hinstellen? Ach, mit da drüber meinst du auf demselben Teil? Das nach oben leuchtet, weil wenn ich dachte jetzt, du meinst die Sonne leuchtet hier drüber, dann würde ich aber den Weg hier zumachen, das wäre ja doof. So, hast du nicht auch einen Kommentar geschrieben? Habe ich den jetzt übersprungen? Also ich meine, ich hätte noch irgendwie, oder war das beim letzten Mal, einen Kommentar in Erinnerung, wo ich jetzt vergessen habe, was ich sagen wollte. Verdammt! Jetzt überlege ich, was war denn das? Worum ging's da? Wir können hier mal Waffen einschmelzen. Das Reptilgewehr ist gut. Okay, welche Waffen schmelzen wir denn ein? Okay, wir schmelzen alle Waffen ein, weil die alle Waffen sind kacke. Wir schmelzen alle ein und die verbieten wir einfach nur. Weil, ja, ist zwar ein Sturmgewehr, aber das ist nicht wirklich gut. Komm, wir verbieten es aber auch erstmal, dann können wir den restlichen Müllwaffen erstmal wegmachen. So. Ja, der Vorteil natürlich jetzt gegenüber den, also die Solar und Wind ist halt, dass das Atomkraftwerk
wie geothermal halt permanent, solange wir Uran haben, läuft. So, das heißt, wenn wir jetzt maximal Energieoutput war ja 1700 mal 4, es müssten 6800 sein, sagen wir mal, der kann maximal 3200, weil dann ist es eine 10.000 Summe. Das heißt, ich habe 10.000 abgerissen und wir haben 10.000 mehr bekommen. Wobei, waren vielleicht 6, dann habe ich doch mehr abgerissen. Kann sein. Ja, vielleicht habe ich mich da ein bisschen zu voreilig entschieden, dass das reichen sollte. Aber wir können ja noch eins bauen, ist ja kein Problem. Und zwar hierhin. Guck mal, hier in diesem Bereich könnten zwei nebeneinander stehen. Könnten wir zwei hinstellen. Dass den Platz hiervon ausmachen würde. Also ist auf jeden Fall von der Platzeffektivität wesentlich angenehmer. So. Dann müssen wir einmal pro Folge noch nach dem Viech gucken. Das dauert ja ewig. Ist da was mit passiert? Hier liegen ganz viele Leichen, die muss ich mal rüber schaffen. Ja, generieren wir jetzt noch 4 Minuten lang. So, Heuermann. Mit Allemann. Alle, die was tragen können, kommen mit. So, wir nehmen mit. Brauche ich noch Stoff? Nee, eigentlich nicht. Ambrosia. Ambrosia. Stahl. Aber wir lassen den Stahl. Wir nehmen einfach 400 mit. Titanium. Wieso haben die hier Titanium? Wir nehmen alles an Titanium mit. Wir nehmen die Fäkalien mit. Ich nehme jetzt auch mal diese unnötige Medizin weg. Oh, ist die so schwer oder was? Die scheint ziemlich schwer zu sein. Unerwartet. So, wie viel? Würden denn jetzt die Leichen bringen? Die sind auch relativ schwer. So, dann nehmen wir ein bisschen weniger. Stahl mit. Und ein bisschen weniger hiervon. Wir nehmen überhaupt nichts zu essen mit und keine Medizin, nur den Schlafsack. Auf geht's. So, das wurde hier schön gemacht. Wir müssen noch diese scheiß Brocken weg. Ich platziere die erstmal gerade hier hin, weil die geht mir gerade auf den Sack. Weil wir brauchen den Platz, aber ich will halt nicht, dass die Toilette dann nachher da... Dass die alle kacken müssen, dann ist da keine Toilette mehr. Der kann weg. Tatsächlich. Brauchen wir den nicht mehr. Ich würde hier gern den Boden glätten, aber Jugulias lässt mich hier nicht den Boden glätten. So wie es aussieht, brauchen wir ziemlich viel Teufelsgarn.
Jetzt haben wir hier extra so ein zweites Teil gebraucht und hier gar nichts rüber kopiert. Damit hier zwei Leute schneidern können. Wir machen bei dem hier tatsächlich mal den Teufelsgarn nach oben. Damit wir endlich mal die Teufelsgarnsessel bekommen, die Jugulius ja unbedingt haben will. Wir müssen eventuell auch die Plastahlfäden weiter nach oben machen, weil sonst bringen uns die Nanofasern nichts. Machen wir tatsächlich so. Weil das ist natürlich auch eine Menge Geld, die da dran hängt. Ich mache hier auch mal den Teufelsgarn hoch, weil das einfach schneller geht. Den Stoff können wir eigentlich wieder runtersetzen. Den Stoff brauchen wir aber tatsächlich am meisten für alles andere. Jetzt muss ich hier noch so ein Viech finden. Wo ist denn das böse Riesenfaultier? Hier. Gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn ich Zeit habe, dann baue ich die Toilette. Also bis dann. Ciao!